Ja, lieber Herr Bürgermeister, lieben Freunde in der ersten Reihe, begrüße ich pauschal meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich habe gerade gesagt, spontan fühlt man sich hier wohl, nicht nur weil nette Menschen und Kollegen aus dem Landtag und dem Bundestag hier sind, sondern weil ich immer wieder das große Glück habe, als derjenige, der mal in Hessen zugereist ist, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, immer wieder und das seit 15 Jahren feststellen kann, wie schön dieses Bundesland ist. Ich wohne selbst in Frankfurt, gucke vom Sachsenhäuser Berg unter der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens so ein bisschen auf die Hochhaus-Skyline der Stadt Frankfurt und drehe mich rum, schaue in den Landkreis Offenbach mit sehr viel Grün in den Frankfurter Stadtwald. Und wenn man sich dann nach Mittel- und Nordhessen bewegt, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Heißt, wir haben, glaube ich, so wirklich alles zu bieten, was unser Land so reich macht. Nicht nur die Menschen und die gesellschaftlichen Strukturen, die dieses Land prägen, sondern auch wunderschöne Landschaften. Und deswegen nochmal herzlichen Dank. Und ich sage das ausdrücklich, ich bin einfach gerne hier heute Abend, weil ich das immer wieder gerne erlebe, aber natürlich auch gerne über Politik rede. In dem mir vorgegebenen Zeitraster von 45 Minuten, ich bin eben fast erschrocken, war mir aufgefallen, dass ich das Spielen schaffen würde. Jetzt gucke ich auf die Uhr und stelle fest, ich orientiere mich doch besser an dem mir zu Ende gesetzten Termin, so kurz nach 8, weil ich gerne mit Ihnen ein bisschen diskutieren möchte. Ich habe Zeit genug, keinen weiteren Termin mehr. Aber ich glaube, das macht so eine Veranstaltung etwas lebendiger, als dass ich hier lange vortrage. Ich will aber durchaus einige Punkte aufgreifen. Und Herr Seid, ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar. Sie haben die Zeit nicht überzogen, denn Sie haben sehr interessant im Grunde genommen auf einen Punkt angespielt, den ich gerne ansprechen wollte. Und der hat schon sehr viel zu tun mit dieser CDU-Grünen-Koalition. Und wenn Sie CDU-Grüne-Koalition hören, wundern Sie sich bitte nicht, dass ich seltener von Schwarz-Grün rede. Ich habe zu Beginn dieser Legislaturperiode versucht, das Wort CDU wieder häufiger so auszusprechen, wie wir das mal gelernt haben. Bei den Grünen steckt ja in diesem Namen schon Programm. Bei Schwarz steckt alles nur kein Programm, das ist dann schlichtweg eine Farbe. Aber bei Christdemokratischer Union könnte man ja auf die Idee kommen, da wir das seit 60 Jahren pflegen und programmatisch hinterlegen, dass die CDU und die Christlich-Demokratische Union eben etwas und sehr viel mit unserer Grundaufstellung zu tun haben, unserer Programmatik und unserem Welt- und Menschenbild zu tun haben. Und weil ich ja über die CDU-Grüne-Koalition reden soll, will ich das natürlich ganz vorne tun und sagen, lieber Jürgen Frömmrich, ich glaube, wir alle miteinander, auch Claudia Ravensburg und Bernd Siebert, haben vor dem 22. September an alles gedacht, nur nicht an eine solche Koalition in Wiesbaden. Nachdem wir uns 15 Jahre in einer Art und Weise beharrt hatten, dass manche in der Republik vom härtesten Parlament Deutschlands sprachen und das hin und wieder auch heute noch tun. Ich weiß nicht, ob das ein Etikett ist, auf das man stolz sein sollte, aber ich glaube, wir dürfen feststellen, dass wir schon ganz heftig miteinander gerungen und gestritten haben. Manche meinten manchmal nah oder sogar leicht unter der Gürtellinie. Das hat dann hin und wieder auch den Generalsekretär als Kritik getroffen. Wobei ich immer wieder auch jetzt häufig erklären muss, naja, also wir waren 15 Jahre politische Wettbewerber und haben über viele sehr wichtige Fragen gestritten. Ich für mich reklamiere, dass ich die Gürtellinie eigentlich nie unterhalb torchiert habe, sondern ja meinen Job gemacht habe. Und der Job eines Generalsekretärs ist natürlich der, dass er häufig komplexe Sachverhalte in kurzen, knappen Sätzen formulieren muss, plakatfähig machen muss. Und das ist manchmal gelungen, manchmal nicht gelungen. Heute holt uns und mich persönlich so ein bisschen die Debatte im Zusammenhang mit der erneuerbaren Energie ein. Ich war mal ja, vielleicht der Miterfinder zumindest der Windkraftmonster. Und heute begegnet mir, wenn ich denn in Mittel-, Nordhessen oder im Odenwald darüber rede, häufig dieser Terminus. Und mir wird vorgehalten, dass ich das mal ganz anders gesehen hätte, noch vor 10 Jahren, als heute in einer Koalition mit den Grünen. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern es sind dann Zuspitzungen in Wahlkämpfen und die Windkraftmonster sind zu einer Zeit entstanden, als wir in einem Wahlkampf waren und es auf SPD-Seite einen designierten Wirtschaftsminister Professor Scheer gab, den sogenannten Solarpapst, also ein Verfechter der regenerativen Energie, der leider zwischenzeitlich verstorben ist, der im Grunde genommen schon vor 6, 7 Jahren erklärt hat, wir brauchen gerade mal 10 Jahre und dann werden wir ganz Hessen zu 100% aus regenerativen Energien versorgen. Und ich habe dann dagegen gerechnet, wie viele Windkraftmonster in dem Fall das hessenweit bedeuten würde, um einfach deutlich zu machen, dass eine solche Zielsetzung eher absurd denn realistisch sei. Und dann passiert es einem, dass man in einer solchen Debatte dann immer wieder und neu gefordert ist und noch ein bisschen was drauflegt und am Ende des Tages den Eindruck erweckt hat, da geht ja gar nichts zusammen. Wir haben jetzt festgestellt, CDU und Grüne, dass sehr wohl trotz mancher
durchaus sehr unterschiedlicher Vorstellungen in der Politik viel zusammengeht. Sie haben die Genese der Grünen kurz angesprochen mit Begriffen, die ich mittlerweile verdrängt habe, aber über die wir heute sehr offen reden. Weil die Grünen eine Partei in den 70er, 80er Jahren gegründet waren, die tatsächlich an einigen sehr kulminierenden Streitthemen dieser Gesellschaft, hier ist die Startbahn West als Beispiel genannt worden, ihre Gründungsgeschichte und Wurzel haben. Und im Grunde genommen, auch wenn Sie sagen, da sind einige mittlerweile pensioniert, diese Ideale nach wie vor in ihren Herzen und auch in den Programmen tragen. Und das finde ich zunächst mal nicht nur nicht schlimm, sondern das finde ich eher glaubwürdig, wenn eine Partei für sich reklamiert, ja, wir sind die Partei, die sich um Ökologie, um Nachhaltigkeit und ein vernünftiges Miteinander zwischen wirtschaftlicher Prosperität und all den Dingen, die daran hängen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem Ausgleich in Richtung Natur und Mitgeschöpfen, über die sollten wir hin und wieder auch reden, nicht nur über unsere Wälder und unsere grünen Auen, die versucht, das miteinander in Einklang zu bringen. Nach unserer christdemokratischen Auffassung fehlt da so ein bisschen die Idee der Schöpfungsgeschichte und der Dinge, woran wir glauben. Aber wenn Sie jetzt in einen Koalitionsvertrag schauen und beides finden, nämlich den Begriff der Nachhaltigkeit und der Schöpfungsgeschichte unter jeweiliger Unterschrift des Partners, dann kann man an einem solchen Beispiel durchaus festmachen und eine Vorstellung entwickeln, dass das sehr wohl trotz unterschiedlicher Ansätze ganz vorne am Ende des Tages zusammenpasst, weil wenn wir jetzt in viele Einzelfacetten dieser Koalition schauen und des Vertrags, den wir unterschrieben haben, wird man feststellen, dass wir durchaus ganz konkret dann viele Maßnahmen haben, wo wir eine 100%ige Übereinstimmung haben. Herr Seitz, Sie haben mir Stichworte deswegen geliefert, vielleicht unbewusst, weil in der Einladung ja etwas geschrieben steht von dem Traum des neuen Bürgertums und ich dazu auch gerne etwas sagen möchte und es festmachen möchte an dem, was Sie ansatzweise jedenfalls beschrieben haben, nämlich den Beginn eines aus meiner Sicht durchaus gesellschaftlichen Umbruchs, den wir mit spätestens Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise haben. Ich gebe zu, dass ich bis zum Jahr 2009 ganz normaler Bankkunde war, kleiner Mittelständler, der die Bank hin und wieder mal gebraucht hat, um einen Kredit zu haben oder aber auch gebraucht hat, um dort ein bisschen erwirtschaftetes Kapital zu hinterlegen. Aber im Grunde genommen diese Branche nie wirklich in Zweifel gezogen habe. Und uns alle hat ja dann 2009 oder 2008 schon Ende des Jahres ja, die ersten Anzeichen einer Krise erreicht, die im Grunde genommen die gesamte westliche Welt verursacht hat, und zwar ausnahmslos, natürlich auch der südostasiatische Raum, aber bleiben wir mal in unserer Sphäre, heißt in Europa und in Amerika und in den USA sind dort die Gründe für diese Wirtschafts- und Finanzkrise ursprünglich gelegt worden und die aber gleichzeitig eben zu einem unglaublichen Ruck geführt hat durch die Öffentlichkeit bis hin zu auch der Politik, dass wir uns jedenfalls, ich, kurze Zeit nach Beginn dieser Krise die Frage gestellt haben, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen genauer mit dem befassen, was dort passiert ist und was denn die Ursache für eine solche Krise war. Und da stellt man dann auf einmal fest, dass, und da bin ich jetzt sehr konkret und gehe auf das ein, was Sie gesagt haben, meine Vorstellungswelt der Finanzdienstleister, die für mich als Mittelständler immer nur ein notwendiges Übel waren, ohne dass ich das despektierlich meine, weil wir das Geld nicht mehr unter dem Kopfkissen haben, sondern weil wir Unternehmen brauchen, die uns bei Investitionen unterstützen. Die Oma Lenas, so heißt die bei uns in der hessischen CDU immer, als eine in Mittelhessen wohnende ältere Dame, die niemand kennt, die aber immer herhalten muss, wenn wir über den kleinen Mann oder die kleine Frau reden. Also oder Oma Lenas Spargroschen anzusammeln, damit sie später ein bisschen was auf der hohen Kante hat, um was auch immer damit zu machen. Das ist die Vorstellungswelt der Sparkassen, das ist meine Vorstellungswelt der Genossenschaftsbanken. Ich habe übrigens mit beiden Instituten nicht nur geschäftlich zu tun, sondern bin auch ein ordentlicher Genosse und Mitglied in der Frankfurter Volksbank, wie auch in der Polytechnik in Frankfurt am Main, also der Sparkassenorganisation, und war damit mit meinem Weltbild immer zufrieden und dem, was dort gemacht und praktiziert wurde. Und dann auf einmal stellt man fest, da ist ja viel, viel mehr und im Volumen ein Tausend- und Zehn- und Hunderttausendfaches an Volumen, das ich überhaupt nicht kannte und nie wahrgenommen habe. Und das sind diese Geschäfte, von denen Sie ansatzweise gesprochen haben, nämlich in denen Kapital aus aller Welt gesammelt, gebündelt und weiterverliehen und weitervermarktet wird und am Ende derjenige, der das tut, selbst den Überblick verliert. Ich werde nie vergessen, eine Begegnung mit der Spitze der Commerzbank 2008, Ende des Jahres,
Roland Koch, damals Ministerpräsident, und ich hatten eine Besprechung mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Aufsichtsratsvorsitzenden, und ich erinnere mich noch wie heute daran, dass beide, als die Krise in den USA so langsam auftauchte, uns vortrugen, die Commerzbank habe kein Problem. Kurze Zeit später mussten wir feststellen, die hatten ein ziemlich großes Problem, weil sie im Grunde genommen, ich sage das nicht kritisch, weil ich es besser wüsste oder besser gemacht hätte, schlichtweg gar nicht mehr möglich war, einen Überblick darüber zu haben, welche Geschäfte hat eine solche international aufgestellte Bank in Südostasien, in Kanada, in Mexiko und wo auch immer auf dieser Welt, und wer verantwortet diese Geschäfte und was ist denn der eigentliche Zweck hinter diesen Geschäften. Und ich komme mittlerweile, Herr Seitz, dazu, dass ich nicht nur Ihnen sehr recht gebe, dass wir alles daran setzen müssen, dass wir gerade diese sehr dezentralen, mittelständischen Strukturen aufrechterhalten müssen und sogar stärken müssen, sondern dass wir zunehmend Geschäftsfelder hinterfragen, die von diesen großen Playern, wie die denn neudeutsch heißen, nach wie vor unternommen werden. Und ich stelle hin und wieder ganz schlichtweg die Frage, wozu braucht die Welt dieses Produkt, das Sie da anbieten? Und das sind dann die Zweitverbriefungen und die Mehrfachverbriefungen, bei denen es am Ende so ist, dass Risiken gesammelt werden und auf ersten Blick im Topf auch noch gutachterlich geprüft werden und man einen Eindruck gewinnen kann als Banker, wie groß ist mein Risiko und hält das meine Bilanz aus. Aber wenn Sie denn die Produkte 3-4 Mal neu verpackt, neu gebündelt, neu gemixt haben, um dann zum 12. Mal dieses Produkt weiter zu veräußern, dann ist der originäre Geschäftsbereich, den Sie ursprünglich hatten, und der, der am Ende das Risiko trägt, so weit auseinander, dass Sie beides nicht mehr zusammenbringen. Das ist das große Problem dieser Krise gewesen. Und das ist für mich auch Grund gewesen, dass ich in den 5 Jahren, in denen ich als Minister in Berlin im Bundesrat gesessen habe, mich keinem Thema so sehr gewidmet habe wie dem. Lieber Bernd, ich glaube, wir dürfen behaupten, es gibt keine Landesregierung in Deutschland, die sich so sehr mit diesen Fragen nicht nur befasst hat, sondern auch Treiber dahin war, dass wir wieder in eine etwas normalere Landschaft geraten sind. Und Sie haben darüber gesprochen, da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass die Politik, und das sage ich parteiübergreifend, auch eine ganze Menge dorthin bekommen hat. Wir haben 60 massive Einschnitte in das Geschäft der Finanzdienstleister im weitesten Sinne. Das sind nicht nur die berühmten Bonizahlungen, die wir deutlich reglementiert und reduziert haben, sondern das sind die Vorschriften, wer mit Geld andere Leute spielt, muss einen großen Teil eigenes Geld mit in diesen Topf des Risikos werfen, damit er auch selber spürt, wenn es wehtut oder wenn es schief geht, was wiederum zu deutlich mehr Vorsicht geführt hat bei den handelnden Personen. Also manche klagen ja schon darüber, dass ihr ganzes Geschäftsmodell mittlerweile kaputt und zerstört sei. Ich will daran nur eines festmachen und vielleicht noch an dem eben schon mit einem Stichwort versehenen Thema erneuerbare Energiewende, die wir ja auch nicht so ganz freiwillig so aus der inneren Überzeugung herausgeboren haben, sondern die schlichtweg eine Reaktion waren auf das, was in Fukushima passiert ist, kurz vor der letzten Kommunalwahl. Indem ich jedenfalls in Summe feststelle, viele Menschen, gerade auch im bürgerlichen Milieu, kommen zunehmend in Zweifel, ob diese Welt, wie sie da heute ist, noch die Welt ist, in der sie gerne leben möchten, beziehungsweise von der sie wollen, dass sie sich noch weiter exzessiv so weiterentwickelt in Richtung Wachstum, 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 immer mehr, immer schneller und noch ein bisschen mehr Beton und noch ein bisschen mehr wirtschaftliche Prosperität und dann wird schon alles gut gehen. Und immer mehr auch in den Geschäftsfeldern, die ich gerade mit einem Beispiel beschrieben habe, die außerhalb jedenfalls des normalen Denkens von Menschen sind, wenn sie über Wirtschaft, über Arbeit und über Dienstleistung nachdenken. Oder ob wir mittlerweile vielleicht doch mal darüber nachdenken sollten, dass wir den einen oder anderen Hebel einfach mal zurücknehmen oder ein bisschen langsam machen und doch mal klug über das ein oder andere nachdenken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und diese neue bürgerliche Nachdenklichkeit, so würde ich es nennen, ist am Ende für mich auch mit ein Grund gewesen. Sie haben es beschrieben als einer der Motoren der CDU-Grünen-Koalition in Wiesbaden, tatsächlich am Ende der Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten und den Grünen zu sagen, lass uns das mit den Grünen machen. Herr Fremdbrüsch hört jetzt mal weg und die Kollegen der Grünen vielleicht an einer Stelle, weil ich am Ende Volker Bouffier gesagt habe, darf ich dir mal was sagen? Also wir hatten ja mit Sozialdemokraten und Grünen gesprochen und hätten eigentlich mit beiden eine Koalition machen können. Aber einer meiner letzten Sätze war, ich finde eine große Koalition auch irgendwie langweilig. Und ich glaube, wir haben eine Chance, und das ist dann wiederum, wie ich finde, durchaus ein sehr ernsthaftes Argument, in einer Koalition mit den Grünen auch Neugierde zu wecken, Interesse zu wecken an der Politik der CDU, die früher immer so dogmatisch gegen die Windräder und für das Wachstum und für all das stand und steht, auch heute noch natürlich in weiten Teilen steht, Neugierde zu wecken dahingehend,
Was ist denn mit dieser hessischen CDU los, die ja gerade unter den 16 oder inklusive Bayern der CSU 16 Landesregierungen oder Landtagsfraktionen als diejenige galt, die die klassische CDU-Programmatik so am meisten hochgehalten hat? Wenn ausgerechnet die in eine Koalition mit einem grünen Partner geht und das an deren Wiege in Hessen, wo all diese Dinge, die Sie beschrieben haben, Herr Müller eben auch beschrieben hat, stattgefunden hat und das mit den Steinewerfern und anderen, das habe ich wirklich mittlerweile verdrängt, das hat es alles gegeben und das ist auch etwas, wozu die Grünen heute stehen, dass da möglicherweise zu Beginn auch die Frage des Demokratieverständnisses und des rechtsstaatlichen Verständnisses durchaus sehr turbulent diskutiert worden ist. Aber ich glaube, wir können heute sagen, es ist sowas wie eine Symbiose CDU-Grüne von dieser neuen Nachdenklichkeit und der Bereitschaft, gerade auch unter den bürgerlichen Milieus in Deutschland, in Hessen, zu sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir mit den Grünen und den Christdemokraten in einem Topf, in einer Koalition, so wie das hier bei Ihnen auch funktioniert, wie es in Frankfurt funktioniert, nicht etwas Besseres hinbekommen, als wenn wir wieder in Anführungsstrichen nur zwei Wirtschaftsparteien haben, wie beispielsweise dann vielleicht auch CDU und SPD in einer Koalition. Und da sind wir, glaube ich, auf gutem Wege, dieses Interesse und diese Stimmungs- und Gefühlslage in der Gesellschaft im Grunde genommen abzubilden mit dieser Koalition. Und dann habe ich persönlich eine ganze Menge gelernt, das will ich auch sagen. Also ich habe den Herrn Frömmrich nie als Bombenleger beschrieben. Aber ich habe persönlich gelernt, dass im Laufe von 15 Jahren, in denen man sich als Regierungspartei und als Oppositionspartei gegenübersteht, und ich sage es nochmal, nie etwas geschenkt hat. Und ich erinnere mich an Debatten zum Frankfurter Flughafen, das ist jetzt nun zufälligerweise nicht nur mein Thema, weil ich dort wohne, in der Einflugschneise wohne, sondern auch wirtschaftspolitischer Sprecher war, neben dem Amt als Generalsekretär, mit Herrn Kaufmann, und der heute im Aufsichtsrat der Fraport sitzt, und Herrn Al-Wazir nun wirklich lautstarke Auseinandersetzung hatte, heute feststelle, ja, das war und ist Teil unseres Jobs. Das haben Sie eben auch beschrieben, es ist Teil der Aufgabe einer Partei, klar zu sagen, wofür sie steht und was sie will, sonst braucht der Wähler ja am Ende nicht hingehen, wenn er das Gefühl hat, im Grunde wollen die alle dasselbe. Aber es muss dann auch so sein, dass man in demokratischen, rechtsstaatlichen Strukturen auch bereit ist, nochmal kurz darüber nachzudenken, ob die Position, die man vor 10, vor 15 oder noch vor 5 Jahren hatte, immer noch die ist, ohne dass ich bereit bin, vielleicht in einem Kompromiss, der notwendig ist in einer Koalition, sie auch in kleinen Margen zu ändern. Das haben wir gemacht. Und wir haben gerade, ich nehme mal den Flughafen, weil er so symbolträchtig ist, in dieser Frage, von der vorher ja alle gesagt haben, das kriegen die nie zusammen, gerade dort bewiesen, dass im Grunde genommen auch meine Vorstellung von einem so großen Wirtschaftsunternehmen mit 80.000 Beschäftigten dort an Ort und nochmal drumherum, sagen jedenfalls die Gutachter, 1,9 mal so vielen, die dort unmittelbar um den Flughafen herum von diesem Flughafen abhängig sind, also 200, 250.000 Menschen und deren Familien. Dass wir die Idee, das weiterzuentwickeln, die christdemokratische oder die CDU-Idee, das weiterzuentwickeln und dem eine Perspektive zu geben, am Ende auch dann mal zwischenzeitlich hinterfragen müssen, insofern, als dass wir sagen, muss das denn alles sein, was wir dort machen? Natürlich wegen der Arbeitsplätze einerseits ja, aber mit Blick auf die Belastungen, die von einem solchen Infrastrukturprojekt ausgehen, halt doch mal vielleicht kurz darüber nachdenken, geht es vielleicht auch ein bisschen langsamer, geht es ein bisschen leiser und geht es mit ein bisschen weniger Schadstoffen und all dem, was auch mit einer solchen Frage verbunden ist. Und da bin ich nicht zuletzt auch als Wahlkreisabgeordneter im Frankfurter Süden, der durch die Bürgerhäuser, ich könnte fast sagen, geprügelt worden ist. Ich habe noch nie so einen Wahlkampf wie den letzten erlebt und einen, der wirklich so sehr auch ins Persönliche ging, dass mir Leute vorgeworfen haben, im Podium, die einen Kopfvornamen tragen und von irgendeiner Hochschule irgendwo in Deutschland kommen, ich würde pro Jahr 25 Kleinkinder umbringen mit der Entscheidung für diesen Flughafenausbau, weil die dann hochgerechnet haben, wie viel Schadstoff da entstehen und wie viele Kinder an irgendwelchen Schadstoffen, die diese Umwelt nun mal hat, erkranken und daran sterben. Das war so in etwa in Teilen die Diskussionskultur, die es dort gegeben hat. Aber die bei mir nicht nur das natürlich, zu eben genau auch dieser Nachdenklichkeit bei mir selbst geführt haben. Und deswegen war das für mich fast ein Grund zu sagen, dann gehen wir mit den Grünen in diese Idee, nämlich beides, die wirtschaftliche Prosperität eines so wichtigen Unternehmens, aber halt auch die Frage des Umweltschutzes und vor allen Dingen des Schutzes der Anlieger und der Menschen, die das betrifft, einigermaßen in einen vernünftigen Ausgleich zu bringen. Das könnte ich jetzt durchdeklinieren von der A49, der A4, da würden wir ja gerne darüber reden, aber das wird noch einen Moment dauern, aber da haben wir ja was anderes vor, vielleicht wird das auch schon ein Stück weiterhelfen, bis hin zu vielen weiteren Fragen in der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik.
unser letzter Punkt, oder vielleicht noch zwei, wenn ich darf. Ja, wir haben auch im Bereich eigentlich der wichtigsten landespolitischen Aufgabenstellung, nämlich der Bildungspolitik, sehr, sehr viele Übereinstimmungen festgestellt. Das beginnt erstmal damit, dass ich glaube, Grüne und Christdemokraten von der Ursprungsidee her durchaus ähnlich ticken, wenn es um die Frage des Individuums geht, wenn es um die Frage der Chancengerechtigkeit geht und wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich in diesem Leben etwas Besonderes wert und wie viel Wert hat der einzelne Mensch in dieser Gesellschaft? Und das kann man dann festmachen, ich verkürze das jetzt ein bisschen, um es nicht zu lang werden zu lassen, an einem Zitat von Frau Ypsilanti, einer Sozialdemokratin, wie Sie wissen, dass ich, glaube ich, seitdem 463 Mal bemüht habe, April 2007, Hessischer Landtag, führt der Weg nicht zum Abitur, führt der Weg nur noch nach unten. Eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Äußerung der damaligen Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatin der hessischen SPD, die Sie im Internet übrigens nachlesen können, Wortprotokoll Hessischer Landtag, April 2007, und die ich in einer Art und Weise als bezeichnend empfinde für das unterschiedliche Menschenbild der Sozialdemokratie und der Christdemokraten, und ich nehme auch die Grünen an der Stelle mit ins Boot, wie man es treffender nicht beschreiben könnte in kurzer Zeit. Mein Menschenbild ist ein anderes. Mein Menschenbild, unser Menschenbild, wenn ich das so sagen darf, ist, dass jeder eine Chance haben muss und am besten auch zwei, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Aber dass wir um Gottes Willen unter Chancengerechtigkeit oder überhaupt unter Gerechtigkeit nicht Gleichmacherei verstehen. Und die Tatsache, dass wir mit den Grünen in diesem Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass wir weiterhin ein differenziertes, gegliedertes Schulwesen haben müssen, entspricht genau dieser Vorstellung. Und ich sage aber gleich dazu, natürlich freuen wir uns über jeden, der am Ende in die Grundschule geht, 4 Jahre dort als Schüler sich ein bisschen sortiert, um dann aufs Gymnasium oder von mir aus auch eine integrierte Gesamtschule zu gehen, um Abitur zu machen, dann zu studieren. Ich freue mich aber genauso über den, der in die Grundschule geht, der möglicherweise andere Kompetenzen hat als die Intellektuellen, die möglicherweise notwendig sind, oder die geistigen Kompetenzen, um ein Gymnasium zu besuchen, Abitur zu machen und zu studieren, sondern danach die Hauptschule oder die Realschule besucht, einen Berufsabschluss macht. Und wenn er dann noch weiter will, eine Meisterprüfung macht, um genauso zufrieden und genauso wichtig für diese Gesellschaft zu sein, wie das bei dem ist, der 13 oder 12 Jahre die Schule besucht und so ein bisschen das Idealbild ist, das Frau Ypsilanti mit diesem eben genannten Satz, wie ich finde, beschrieben hat, das aber eben nicht meines ist, sondern das am Ende auch natürlich nicht dem entspricht, was Menschen in der Lage sind zu leisten und zu vermögen. Ich glaube nach wie vor an die Wertigkeit eines Menschen als unabhängiges Gut und unabhängig von dessen Schulbildung und dessen Berufsbildung, sondern glaube, das Wichtige ist, dass jeder Mensch aus den ihm gegebenen Mitteln und Möglichkeiten etwas macht, mit dem er glücklich und zufrieden ist. Wir haben aber dann eine ganze Menge darüber hinaus, generell in dieser Frage gemacht, um nicht nur zu sagen, wir wollen Chancen und Leistungsgerechtigkeit für jeden, sondern wir praktizieren sie auch. Und ich nehme ein Beispiel, Sie haben eben gehört, dass ich Gleichermeister bin. Ich habe mal in Nordrhein-Westfalen an einem altsprachlichen Gymnasium ein noch damals relativ ordentliches Abitur gemacht. Aber wenn Sie mich fragen, worauf bist du wirklich stolz, dann sage ich darauf, dass ich den Entschluss gefasst habe, nicht zu studieren, sondern in eine solche berufliche Ausbildung zu gehen. Das hatte was mit dem elterlichen Unternehmen zu tun. Aber ich habe das auch nicht, nur nicht bereut, sondern ich bin bis heute froh, dass ich das gemacht habe. Manche lachen immer, Bernd, wenn Sie nicht wieder das Gleichermeister bin, schon alleine aus anatomischer Sicht meinen viele wirklich nicht entschuldigen. Dafür können wir beide nichts. Aber was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich finde, dass wir darauf achten müssen, dass wir darüber nicht nur reden, dass das genauso zufriedenstellen und glücklich machen kann, sondern dass wir auch Menschen haben, die das vielleicht symbolträchtig zeigen. Und vor allen Dingen aber wiederum eins sagen, nämlich wir müssen dafür sorgen, dass am Ende eine solche Entscheidung, gehe ich links rum oder rechts rum oder irgendwo in der Mitte, nicht im Alter von 10 Jahren in der 3. Klasse der Grundschule fällt. Und deswegen haben wir schon vor der Koalition mit den Grünen im Hessischen Hochschulgesetz verankert, dass ein Meister, also ein Fleischermeister, ich bleibe mal bei dem Beispiel, in Essen Medizin studieren kann. Ich würde dann immer irgendwo so die Chirurgie empfehlen, möglicherweise. Aber bitte nicht vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass die auch noch alle studieren können sollen. Also Meister in Hessen, aber auch in allen anderen Ländern mittlerweile, können jedes Studium aufnehmen. Das machen aber nur 2-3%. Mehr wollten wir auch nicht.
aber nur vor dem Hintergrund, dass ich immer gesagt habe, wir müssen doch bitte den Eltern, die völlig verzweifelt in der Klasse 4 diesen ypsilantischen Satz vor Augen haben, das Leben geht nur noch nach unten, wenn die Gymnasialempfehlung nicht da ist, sagen, es ist doch nicht so schlimm, wenn es jetzt so ist, dann ist es so, macht das Beste draus, dann schickt das Kind auf eine Haupt- oder Realschule und macht eine Ausbildung, 3 Jahre dauert die und eine Meisterprüfung und dann kann es immer noch studieren, wenn es denn das dann noch will. Mit anderen Worten, wir haben die Sackgassenschilder und die Stoppschilder weggeräumt. Jeder kann zu jeder Zeit, gerade im jugendlichen Alter, bis in den Eintritt ins Berufs- oder Studienleben, immer noch mal auch neu und umsteuern. Und insofern, glaube ich, ist das Chancengerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit und menschenwürdig und nicht der Versuch, alle irgendwie in ein System zu pressen, um am Ende ein Einheitsergebnis zu haben, ohne aber eigentlich einen Einheitsmenschen zu haben. Ich glaube, das wissen wir alle. Und das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen bis heute. Wir haben sehr klare gemeinsame Ziele formuliert und da passt das Menschenbild aus den bürgerlichen Milieus der Grünen und der Christdemokraten am Ende wieder ganz gut zusammen. Und ich will, weil Jürgen Fremdrich hier ist, aber auch nicht aussparen, dass wir durchaus noch ein paar Baustellen haben, über die wir auch streiten werden. Und das hat dann schon wieder was mit Bundespolitik zu tun. Ich habe das 5 Jahre ja gemacht. Die letzten 2,5 Jahre die CDU-CSU-Länder koordiniert in Berlin für die hessische Landesregierung oder für den Bundesrat, wie auch immer Sie das wollen. Und wir haben eine schwierige Gemengelage im Bund. Wir haben jetzt eine relativ deutliche Mehrheit von CDU und SPD im Deutschen Bundestag. Wir haben im Bundesrat irgendwie gar keine Mehrheit. Weder für Rot-Grün noch erst recht für CDU-FDP, das alte klassische bürgerliche Koalitionsmodell, noch für die großen Koalitionen, das sind zwar 5, aber die haben alle nicht so viele Stimmen, als dass sie in diesen jeweiligen Konstellationen für Mehrheiten sorgen könnten im Deutschen Bundestag. Und den brauchen wir nun mal in aller Regel für alle wesentlichen Gesetzgebungen, außer in dem von dir ja mitbetreuten Verantwortungsbereich der Verteidigungspolitik, aber im Grunde genommen an allen anderen wesentlichen Stellen. So, und jetzt streiten wir mit den Grünen und jetzt bin ich auf einmal doch wieder auch ein bisschen Bundespolitiker, weil ich dort natürlich involviert bin. Über die Frage, wie stimmen wir denn im Bundesrat ab mit dieser CDU-Grünen-Koalition, die jetzt häufig auf einmal das Zünglein an der Waage sein kann im Bundesrat, mit an auch der nötigen Aufmerksamkeit bis hin zur Bundeskanzlerin, oh, was machen die Hessen? Weil die fehlen dann häufig noch die 5 Stimmen zur Mehrheitsbeschaffung, um möglicherweise Regierungspolitik der großen Koalition in Berlin einigermaßen auch zum Erfolg zu verhelfen. Und da reden wir aktuell über wichtige Fragen. Da reden wir über die Frage Asylpolitik. Ein Wahnsinnsthema, und das hat ja sehr viel mit Jürgen Fremdrich zu tun, wo wir, ich glaube, Jürgen Fremdrich nicht unterschiedliche Ideen haben, die wir es eigentlich gerne hätten, aber wo wir unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie kommen wir denn dahin. Und der Kollegin, die dort besonders zuständig und eine hohe Affinität hat, Frau Öztürk, habe ich jetzt irgendwann auch mal gesagt, wissen Sie, ich glaube, wir alle wollen eins nicht, dass Menschen ins Boot steigen und im Mittelmeer auf einmal kentern und zu Tode kommen. Und wir alle sollten uns vielleicht auch mal wechselseitig vornehmen, dem anderen nicht zu unterstellen, dass er nicht auch gute Absichten hat. Und auch ich selbst sage, die CDU-Fraktion, auch wir reden darüber immer wieder, könnten wir vielleicht darüber reden, dass Christdemokraten, die da etwas reservierter sind, was den Zuzug anbelangt, bitte eins nicht wollen, nämlich, dass es Menschen gut geht. Und ich sage und gehe sogar so weit und sage, können wir vielleicht gerade die CDU hin und wieder auch mal als allererstes sagen, dass das, darf ich es mal so deutlich formulieren, arme Schweine sind. Die heißen dann manchmal Wirtschaftsflüchtlinge. Ich kann mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Was ist denn ein Wirtschaftsflüchtling, der aus Eritrea nach Deutschland kommt, sein Leben riskiert, um hierher zu kommen? Der will doch nichts anderes, als dass seine Kinder einigermaßen eine Zukunftsperspektive haben, vielleicht sogar aktuell was zu essen haben und zur Bildung kommen. Den kann ich doch nicht als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen. Also eine ganz schwierige Situation mit all den Gebranntherden, die da jetzt noch in den letzten Tagen auch dazugekommen ist, wird das sicherlich eine große Herausforderung. Da sind die Grünen eher der Meinung, ein bisschen großzügiger mit Aufenthaltserlaubnissen und Rechten und so weiter. Und wir sagen, das ist richtig, aber das müssen wir, weil es eine so große Zahl werden wird zunehmend, eben auf diejenigen beschränken, die wirklich hilfebedürftig sind, also klassische Asylbewerber mit auch entsprechenden Begründungen. Und da bin ich gespannt, Jürgen Fremdrich weiß das, wie wir uns als wichtiges Bundesratsmitglied in dieser CDU-Grünen-Koalition entwickeln. Und ich bin ganz sicher, trotzdem, wenn ich die bisherige Kultur dieser Koalition und das Miteinander richtig sehe und bewerte, dass wir das hinbekommen werden, aber auch da noch das ein oder andere jeweils vom anderen dazulernen müssen, warum er so tickt, wie er uns das seit vielen Jahren zeigt.
Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe jedenfalls in den ersten 4 Monaten dieser Koalition manche Schubladen, in die ich grüne Abgeordnete gesteckt hatte, mal aufgemacht, habe sie mal gesichtet und neu bewertet und festgestellt, so das ein oder andere Klischee oder sogar Stigma, das ich hatte in meinem Kopf, habe ich doch mittlerweile ein bisschen revidieren, manchmal sogar komplett neu orientieren müssen. Heißt, wir sind da durchaus auch persönlich und was das Miteinander anbelangt und das faire Streiten und zu einer Lösung kommen, große Schritte weitergekommen. Großer Strich drunter, wenn Sie mich heute fragen, was wird daraus, das weiß ich nicht. Florian Rentsch, mit dem ich letzte Woche mal eine Tasse Kaffee getrunken habe, keine Angst, Jürgen Fremdrich, wir sind noch nicht in neuen Koalitionsverhandlungen. Dem früheren FDP-Wirtschaftsminister habe ich gesagt, lieber Florian, ich sage dir, was ich jedenfalls will, ich möchte, dass eine solche Koalition CDU-Grüne vor der nächsten Landtagswahl eine ganz normale Option wird. Wenn wir erfolgreich miteinander arbeiten, werden wir versuchen, das fortzusetzen. Wenn es so ist, dass wir uns irgendwann ein bisschen auseinanderleben und doch wieder neue Akzente und Schwerpunkte der jeweiligen Partner kurz vor einer Wahl stattfinden, dann ist das auch in Ordnung. Dann kommt das, Herr Müller, zu dem, was Sie sagen, nämlich, dass wir weiter zeigen müssen, dass wir am Ende auch unterschiedliche Parteien sind. Und insofern glaube ich, dass auch eine FDP mit dieser Situation, die für Sie ganz schwierig ist, jetzt insofern lebt, dass sie das von mir und anderen auch von Volker Bouffier hört. Und ich glaube, wir das als das Normalste der Welt, das Recht in einer Demokratie, auch leben und praktizieren sollen. Und insofern wird das jetzt viele weitere tolle Herausforderungen haben. Ich habe richtig Spaß daran, gemeinsam mit den Grünen mich um den Fluglärm zu kümmern. Gemeinsam darum zu kümmern, dass wir sowas wie eine A49 weiter bauen, schrittweise. Aber aufgrund der grünen Forderung, die eigentlich das ja nicht wollten, wie wir alle wissen, es so machen, dass es für die Umwelt und für die Anwohner einigermaßen erträglich ist. Und ich habe großen Spaß daran, dass wir uns vor allen Dingen um unsere Kinder kümmern und darf ich das auch mal sagen, vielleicht jetzt mal irgendwann mit der G8, G9 Debatte an den Gymnasien aufhören. Ich kann es nicht mehr hören, nicht falsch verstehen, wenn Sie Kinder in diesen Schulen haben, wollen wir gerne weiter dafür sorgen, dass wir das zu einem vernünftigen Ende bringen. Aber wir haben andere Sorgen, als uns um die Frage, 5 Stunden mehr pro Woche oder 3 weniger oder was auch immer in diesem Zusammenhang zu kümmern. Wir müssen uns um 400.000 junge Leute in Hessen kümmern, unter 30 Jahre, die keinen Berufsabschluss haben. Und deswegen machen wir das so viel. Und deswegen reden wir nicht nur über die Hauptschule. Wir wollen, dass dieses tolle Modell Schule und Betrieb flächendeckend stattfindet, damit Hauptschüler eine Schulform haben, in der sie aufs Berufs- und Ausbildungsleben vorbereitet werden. Modellprojekt mit vielen 100 jungen Menschen, wo wir das machen. Ab 8. Klasse 2 Tage in der Woche Praxis, 3 Tage nur noch Schule. Kontakt zu Betrieben. 95% haben einen Ausbildungsplatz bekommen von teilweise schwierigen, problematischen jungen Menschen. Darum müssen wir uns kümmern und ich glaube, da haben wir genug Gemeinsames vor uns, als immer nur noch alte ideologische Streite zu führen, die ich glaube, man in Teilen auch tatsächlich jetzt mal, wie Sie es gesagt haben, so ein bisschen in die Ecke der Geschichte rücken kann. So, danke. So, insofern ja, würde ich mich freuen, weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben, ob Sie alle zum Spanien-Spiel zu Hause sein wollen, das möchte ich vielleicht schaffen heute Abend. Noch ein bisschen diskutiert. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit und Jürgen Frömmrich, dann habe ich das letzte Mal Sie bemüht. Ich habe manchmal sogar gesagt, ich entwickle eine gewisse Begeisterung für diese Koalition und auch das habe ich Florian Rentsch gesagt, wird er mir hoffentlich nicht übel nehmen, weil wenn ich jedes Mal erst meine Rede bekenne damit, dass wir das eigentlich nicht wollten und dass das sowas wie ein Zweckbündnis ist, dann wirkt das nicht so richtig überzeugend, aber wenn man die Gründe darlegt, weshalb man diese ungewöhnliche Konstellation gewählt hat und an ein paar Beispielen festmacht, dass das sehr wohl aus ganz unterschiedlichen Ecken kommt, am Ende zusammenpassen kann, dann finde ich, ist das aller Mühen wert und das wollen wir weiter tun und da freue ich mich auch auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit Kommunen, wo das ähnliche Konstellationen hat, weil wir aus diesen Erfahrungen auch lernen können. Und insofern haben wir ein paar schöne Jahre vor uns, aber wir müssen weiter hart arbeiten. Schlecht geht es uns eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe Menschen, die darauf warten, dass sie einen Arbeitsplatz finden, dass sie eine Chance in der Schule für ihre Kinder bekommen, dass sie ein ordentliches Einkommen haben und eine gewisse Stabilität bei ihren Vermögen, die sie bei der Frankenberger Bank positioniert haben. Auch darum kümmern wir uns weiter, das versichere ich Ihnen wirklich aus tollster Überzeugung. Niemanden habe ich öfters in Berlin getroffen als Herrn Fröhlich, Ihren Präsidenten des Bundesverbandes der Genossenschaftsbanken und auch den von den Sparkassen natürlich erfahren schon. Weil das ist die Säule unserer Wirtschaft und deswegen danke auch nochmal von meiner Seite an Ihren Haus für die freundliche Einladung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
für den abwechslungsreichen und unterhaltsamen und auch durchaus informativen Beitrag. Sie haben eben angekündigt, jetzt noch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung zu stehen. Wir haben hier ein Mikro, ja, mit dem ich dann jetzt mal rumgehen und zu demjenigen gehen würde. Du machst ein bisschen heller. Ja, der sich zu Wort melden möchte. Gibt es denn da jemanden, der den Anfang machen möchte? Der aller Anfang ist schwer. Ja, da war es. Genau deswegen habe ich nämlich schon in die Richtung geguckt. Ja, Herr Buttenberg, das, was ich unter Schwarz-Grün mittlerweile kennengelernt habe oder festgestellt habe, hier im Kreis werden Straßen, die es nötig haben, nicht mehr gebaut. Aber eine Bahnlinie, da wird das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen. Ich habe vor wenigen Wochen Herrn Köhler von der MVV nach den Kosten gefragt. Da kriege ich zur Antwort, ohne dass er rot geworden ist, hat er mich angelogen, 16,5 Millionen. 4 Wochen später in Föhl sind es schon 18 Millionen. Ich möchte fast wetten, 30 Millionen reichen nicht. Aber dafür ist das Geld da, um rote Straßen lässt man links liegen. Das andere ist ein Herr Kaufmann, Sie haben den Namen genannt, benimmt sich im Aufsichtsrat der Fraport wie die Axt im Wald. Gerüffelt wird er lediglich von der SPD und der FDP. Die CDU hält still, aber ein Herr Bouffier rüffelt eine Frau Steinbach oder ein Herr Wagner, der mal drüber nachdenkt, über die AfD. Mit dieser Politik bringen sie die CDU wieder zur AfD und nicht umgekehrt. Das waren jetzt 4 Stichworte. 2. Also ich fange mal mit den Straßen und den öffentlichen Personennahverkehr an. Ich sage dazu nur Folgendes, ich kenne jetzt nicht jedes einzelne Projekt, aber darf Ihnen sagen, dass wir eine exakte 50-50 Gewichtung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Straßenbaus haben. Wir haben nach wie vor pro Jahr, was den Landesstraßenbau anbelangt, rund 100 Millionen dafür im Haushalt vorgesehen. Dieser Betrag ist wie alle, allerdings jetzt mal um 10% gekürzt worden, quer durch den Haushalt, weil wir eine Haushaltssperre verhängt haben, aber steht nach wie vor zur Verfügung. Wenn Sie darauf anspielen, dass es eine Debatte gegeben hat, die Florian Rentsch und Al-Wazir, also der frühere und der jetzige Wirtschaftsminister, miteinander auch öffentlich ausgefochten haben, dann sage ich dazu nur so viel. Ja, ein bisschen Kritik auch in die Partnerschaft, die letzte kann ja sein von einem Christdemokraten. Ich habe jedenfalls nicht gewusst, dass wir so viele Maßnahmen, ich verkürze das jetzt, mehr oder weniger quer übers Land versprochen und zugesagt haben und so viel Geld dafür am Ende tatsächlich vorhanden war, sodass jetzt, das muss man dem neuen Wirtschaftsminister wirklich konsolidieren, er ein bisschen vor dem Problem steht, dass das Geld einfach nicht da ist für die vielen, damals noch von Herrn Rentsch geplanten und uns als Christdemokraten immer wieder signalisierten Maßnahmen zur Verfügung steht. Kommt jetzt so an, als würde seitdem der Wirtschaftsminister ein Grüner ist, dafür weniger Geld im Topf sein. Das stimmt definitiv nicht, das kann man nachlesen und nachweisen. Was den öffentlichen Personennahverkehr anbelangt, bin ich hin und her gerissen. Einerseits weiß ich auch, dass in den ländlichen Räumen wir das Problem haben, dass wir natürlich nicht die Nutzerzahlen haben wie in der U-Bahn oder Straßenbahn in Frankfurt am Main. Andererseits sagen uns aber gerade die Bürgermeister in den Kommunen, ihr müsst dafür sorgen, dass der öffentliche Personennahverkehr sich weiterentwickelt. Aus einem relativ einfachen Grund, die Bevölkerung wird älter, wir haben eine dramatische Situation in der demografischen Entwicklung unseres Landes, nicht nur in Hessen, sondern bundesweit. Und das wiederum bedeutet, dass es ein paar Menschen, jedenfalls kenne ich da eine ganze Reihe, geben soll, die irgendwann nicht mehr mobil sind, weil sie nicht mehr Auto fahren können oder das vielleicht auch nie gemacht haben und darauf angewiesen sind, wenn sie sich überhaupt noch von A nach B bewegen wollen, dass sie entsprechende Angebote haben, und sei es zum Arztbesuch in die Kreisstadt. So, und jetzt können Sie sagen, da verrotten einige Straßen. Ich stimme Ihnen völlig zu. Wir haben dort einen enormen Investitionsstau, werden aber das aus Landesmitteln definitiv nicht alles stemmen können und sind im Bund mit ganz massiven Verhandlungen, das heißt dann Entflechtungsmittel, das gab es mal in der Föderalismuskommission 2, wo nochmal über die Frage der Zuständigkeiten und wer welches Geld für welche Aufgaben bekommt, diskutiert worden ist, im Grunde genommen jetzt in der Debatte mittendrin. Wo brauchen wir vom Bund mehr Geld? Das ist aber nicht das Schieb auf die Verantwortungsebene 1 drüber, sondern das sticht weg, Bernd Siebert kennt diese Debatten nun wirklich zu gut, die Feststellung, wo sind welche Bedarfe und wie müssen wir und wer muss dafür jeweils finanzielle Mittel in die Hand nehmen. Übrigens das Gleiche haben wir mit den Kommunen auch, kommunaler Finanzausgleich, der Bürgermeister, der jetzt weg ist, hat es ja angesprochen. Auch dort haben wir jetzt durch das Urteil, das er eben erwähnt hat, zu Alsfeld, die klare Aufgabenstellung, dass wir Bedarfe ermitteln müssen in den Kommunen und nicht einfach irgendwie prozentuales Geld übers Land verteilen.
Aber ich bin bei Ihnen, dass wir ein enormes Problem im Straßenbau haben. Das können wir heute so feststellen, aber es wäre, glaube ich, völlig unlauter und unseriös, wenn ich sagen würde, wir werden das in dieser Legislaturperiode alles lösen. Wir müssen erst mal sehen, dass wir unseren Haushaltskonflikt haben. Ja, nur warum wird er hinsichtlich der Kosten belogen? Bitte? Wer denn? Ich bin belogen worden hinsichtlich der Kosten. Das hätte ich dann gerne mal konkret, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Also ich belüge nie, aber habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich vor 5 Jahren irgendwas mit einem großen Daumen kalkuliert habe und 5 Jahre später feststelle, es reicht nicht ganz. Das passiert mir sogar als Unternehmer, das will ich auch ausdrücklich sagen. Ärgere mich immer so ein bisschen über den Bund der Steuerzahler, der mit seinem Schwarzbuch kommt und im Ergebnis feststellt, dass Politiker flächendeckend, parteiübergreifend blöd sind. Dem habe ich hin und wieder, ich habe mich auch mit dem Präsidenten und dem im Land hin und wieder über diese Frage unterhalten, mal gebeten, bei Siemens nachzufragen, wie die mit ihren Kostenkalkulationen als privatwirtschaftliches Unternehmen aufgestellt sind und ob die immer bei dem bleiben, was sie vorne kalkuliert haben. Aber müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber können Sie mir vielleicht dann nachher mal sagen, welches konkrete Projekt und welche Maßnahmen es da gibt. Zu Herrn Kaufmann. Zu Herrn Kaufmann. Ich suche den auch manchmal hinter. Zu Herrn Kaufmann sage ich nur so viel, ja. Herr Kaufmann ist Vertreter der Grünen und für den Flughafen immer zuständig gewesen, hat nie aus seiner Meinung einen Hehl gemacht. Und ist jetzt im Aufsichtsrat der Fraport. Ich darf Ihnen eins sagen, es gibt auch Stilfragen. Und ich habe mit Herrn Wagner, meinem Kollegen der Grünen, dem Fraktionsvorsitzenden, Herrn Kaufmann, über die Frage gesprochen. Da gab es ein Interview in der Frankfurter Rundschau vorletzte Woche, in dem Herr Kaufmann nochmal 8 Stunden Nachtflugverbot und so weiter thematisiert hat. Und ich gesagt habe, das sollten wir nicht machen, weil das erweckt den Eindruck, als seien immer noch Beteiligte sehr unzufrieden. Wir haben ja eine Menge ins Programm geschrieben, anstatt 6-7 Stunden Pause und noch eine Reihe anderer Maßnahmen. Und ich glaube, Herr Kaufmann hat das auch völlig und so spontan eingeräumt, hat dort einfach mal 3 Sätze gesagt, die er eigentlich hätte besser und anders formulieren können. Aber das kann und darf dann nicht dazu führen, dass man jetzt öffentlich rüffelt. Ich habe auch schon mal einen Satz gesagt, den ich 5 Sekunden später noch mal gerne zurückgeholt hätte, war aber raus und stand dann in der Zeitung und das passiert schon mal. Das mit dem Rüffeln von Frau Steinbach und Herrn Wagner, das provoziert mich allerdings ein bisschen. Ich habe gestern mit Erika Steinbach telefoniert, nicht nur in dieser Frage. Ich habe durchaus viel Sympathie für ihr großartiges Engagement, aber jetzt sage ich mal eins sehr deutlich. Wer nach einem Jahr, nachdem es die AfD gibt, auf die Idee kommt, über Koalitionen auch nur nachzudenken, dem stelle ich schon die Frage, ob er das ernst meint. Das ist eine Partei, bei der ich überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich will, für was sie steht, außer dass sie immer sehr schnell Antworten hat. Die AfD hat eine Antwort auf die Euro-Krise gehabt, die war 2010, wir steigen aus dem Euro aus, das war die erste logische, professor-logische Äußerung. Dann hat er gemerkt, dass das irgendwie nicht geht, weil die Verträge es gar nicht hergeben, dann hätten wir nämlich gleich aus der Europäischen Union uns praktisch verabschieden können. Da wünsche ich richtig viel Spaß. Dann kam 2011 die Idee, die Griechen raus aus dem Euro. Da hat man gemerkt, das geht irgendwie auch nicht und die Griechen wollen es auch mehrheitlich nicht. Dann kam man auf das Verrückte der Parallelwährung. Da könnte ich jetzt den Banker eine Menge dazu sagen. Das hätte entweder den kompletten Konkurs aller griechischen Banken bedeutet oder aller griechischen Unternehmen, die in irgendeiner Form Kreditgeschäfte haben. Völlig absurdes, dummes Zeug, da reicht mein Wissen als Fleischermeister, auch bei 3 der Meisterprüfung, um zu sagen, Herr Lucke als Volkswirt und Prof an der Hamburger Universität erzählt bewusst, er weiß es ja besser, völlig Blödsinn. Und dann am Ende kam noch irgendwie sowas wie 2-Währungs- oder 3-Währungsunion, so Nord-Süd-Union und Modell und so weiter. Und mit einer solchen Partei, die nebenbei dann noch ein paar andere Facetten hat, die ich zumindest mal für sehr fragwürdig halte, das ist ein wenig Populismus am rechten Rand, das wird niemand bestreiten. Könnte ich Plakate dazu zeigen, die geduldet werden und nicht zurückgezogen wurden, in denen die EU verglichen wurde, was hat der Diktator der Republik Nordirland, das ist dieser komische geisteskranke Kim Jong-un, wie auch immer der heißt, und die EU gemeinsam, da steht runter als Antwort das Bürokratieverständnis, also wer so über die Europäische Union und über demokratisch legitimierte Menschen in der Politik der Europäischen Union, in der Kommission in dem Fall redet, der hat sich aus meiner Sicht verabschiedet aus einer seriösen Debatte über die Frage, wohin wollen wir mit Europa. Und dann gibt es da christliche, calvinistische Fundamentalisten in Teilen. Ich bin katholisch erzogen, rheinisch-katholisch, also dem richtigen Glauben angehörend, sagt der Rheinländer. Und kann eine Menge damit anfangen, dass jemand die Bibel hochhält. Aber das sind Dinge, die dort geäußert werden, mit denen kann ich ebenfalls nicht anfangen. Und dann will ich schon aufhören und sage einfach nur Strich drunter, ein Personal, mit dem ich nichts anfangen kann. Viele frustrierte Ex-CDUler, 2 kenne ich sehr gut aus der Zeit als Frankfurter Stadtkämmerer, die in die Jahre gekommen sind und glauben uns jetzt mal nach 40 Jahren CDU-Mitgliedschaft erklären zu müssen, wie es alles besser geht, ohne eine Antwort auf irgendwas zu haben.
Da komme ich auf alles, nur nicht auf die Idee einer Koalition. Und darüber ärgere ich mich, das weiß die Frau Steinbach, das weiß auch der Christian Wagner, aber Christian Wagner hat sicherlich an einer Stelle recht, indem er sagt, um Gottes Willen, das sind ja keine Außerirdischen. Natürlich diskutieren wir mit denen. Und ich werde am Sonntagabend, wir sind mit Herrn Kauder und der Bundeskanzlerin zusammen, die Fraktionsvorsitzenden der 16 Landtagsfraktionen, wir werden auch sicherlich darüber reden. Das sage ich hier auch freiwillig, muss man jetzt nicht unbedingt schreiben, das wäre eine blöde Überschrift, aber hätte ich ein bisschen anders formuliert als Herr Kauder, ich sage es mal vorsichtig. Natürlich streiten wir mit denen. Natürlich müssen wir die sehr konkret stellen bei ihren, ich sage es nochmal, einfachen Antworten. Vielleicht ist der Moment, dass man uns wieder kauft, man auch. Ne? Bitte? Ja, stopp. Aber nur das ist ein Streit und da sage ich Ihnen auch, ein sehr offener Streit zwischen mir und Frau Steinbach, aber nicht so, dass wir uns dort anschreien, sondern ich sage dir meine Meinung, sie kommt mit ihrer Meinung und am Ende wissen wir dann beide, was wir voneinander zu halten haben. Aber das hat auch nichts mit Rüffeln zu tun, auch nicht von Seiten des Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden. So, und bei Herrn Kaufmann sage ich, letzte Bemerkung, den kennen jetzt nicht alle, aber das ist der, der halt nach wie vor mit robuster Haltung und Körpersprache im Landtag nach wie vor nach jeder Rede sagt, ihr wisst, ich wollte diesen Ausbau nie und ich habe gestern, bin ich mit Herrn Kaufmann, Herrn Al-Wazir und Vertretern von Bürgerinitiativen zusammengesessen. Ich habe dort den Satz gesagt in Richtung Bürgerinitiativen, ein bisschen ungerecht ist es schon, das will ich jetzt mal sagen, dass sich jetzt mehr die Grünen beschimpft als mich. Als Vertreter der CDU, die diesen Flughafenausbau immer gewollt haben und vorangetrieben haben. Aber die Welt ist halt manchmal auch ungerecht. Und Al-Wazir und auch Kaufmann und ich und andere versuchen gemeinsam, wie gesagt, da sehr viel zu erreichen. Da geht auch eine ganze Menge, aber nicht nur beim Flughafen, beim Straßenbau, beim Güterverkehrslärm, Rheingau und so weiter. Sie kennen vielleicht solche Debatten. Und da will ich ausdrücklich mal sagen, spielt Herr Kaufmann eine sehr professionelle Rolle, aber er hat nie seine Vorstellungen geleugnet, dass er im Grunde genommen mit einigen Dingen ein fundamentales Problem hat. Das finde ich in Ordnung und dafür gibt es nichts zu rüffeln. Und das ist Teil einer Koalition und eines Kompromisses, der dahinter steht. Nur die Frage der Lüge haben Sie nicht beantwortet. Nein, die kann ich nicht, nicht beantworten. Sagen Sie mir gleich mal, das können wir gerne besprechen. Also es geht hier um die Kosten der Bahn. Ich habe gefragt, es hieß ja, es gibt einen Finanzierungsplan. Ja. Da habe ich nur auf der letzten Seite gucken müssen. Zahlen drin stehen. Ein Herr Köhler hat mir Zahlen von 16,5 Millionen genannt, hat mich damit angelogen, weil er da schon wusste, dass er mit 30 Millionen ein Ding kommt. Wenn ich kurz was dazu sagen darf, es scheint sich da ja um eine kreispolitische, das geht ja um das Thema der Reaktivierung der Bahnstrecke Frankenberg-Korbach, die hier im Landkreis extrem umstritten ist. Wir Frankenberger Christdemokraten sagen, wie die meisten Christdemokraten im Landkreis eigentlich, die Bahnstrecke ist vor 25 Jahren nicht ohne Grund dicht gemacht worden, weil nämlich niemand mitgefahren ist und wir bezweifeln, dass sich diese ganzen Kosten für die Reaktivierung, die ja auch mit Steuergeldern reaktiviert wird, jemals wieder rentieren werden. So, das die Grünen sagen, sie wollen das. Okay, dann haben wir aus der NVV macht damit. Die Landesregierung hat damals mit, ich denke, es war auch noch unter Posch, mit Verkehrsminister Posch und Otto Wilke das Ganze forciert. So ist nun mal die Gemengelage. Wir als Frankenberger CDU haben schon vor 2 Jahren auf einer Mitgliederversammlung gesagt, wir können an dem Beschluss nichts mehr ändern. Der Kreistag hat es nun mal mit Unterstützung auch der Landespolitik so beschlossen. Unsere Aufgabe hier in Frankenberg muss es jetzt sein, das Ganze so vernünftig wie möglich für die Frankenbergerinnen und Frankenberger mit immerhin 4 Bahnübergängen hier in der Stadt zu gestalten. Und mit Lärm durch eventuell aufkommenden Güterverkehr und alles, was da als Rattenschwanz dran liegt. Aber machen Sie es einfach zukünftig so, wenn ich Ihnen dann fortfallen darf, motivieren Sie alle Freunde, Bekannten, Ihre erwachsenen Kinder, alle CDU wählen, überall absolute Mehrheit, dann machen wir das alles so, wie wir es so richtig halten. Das meine ich jetzt nicht, um Sie zu ironisieren, sondern hin und wieder. Das ist doch die ganze Debatte, weil Sie das mit den CDU-Wählern angesprochen haben. Das ist doch die ganze Debatte, die wir heute haben. Und wo ich einfach sage, das wird zunehmend schwieriger. Wir haben sehr komplexe Sachverhalte zu klären in der Politik, im Bund, im Land, in den Kommunen und die einfachen Antworten funktionieren nicht mehr. Die alten Feindbilder stimmen nicht mehr in der Außenpolitik, da weiß der Bernd Siebert mehr dazu zu sagen. So, und was unser Vermittlungsproblem ist, dass 90% der Menschen nicht jeden Tag in solchen Veranstaltungen sitzen, 95%, 98% wahrscheinlich. Und gerade mal 10% eine Tageszeitung abonniert haben. Das mache ich doch niemandem zum Vorwurf. Ich erwarte ja auch nicht, dass sich jeder von morgens bis abends mit Politik beschäftigt. Aber wenn Sie eine Energiewende nehmen, indem wir etwas machen, was es auf dieser Welt noch nie gegeben hat, und heute schon die Ersten sagen, das ist alles blöd, weil das kostet Geld und ich kann den Strom nicht mehr bezahlen, kann ich Ihnen aus meinem Gewerk ein bisschen was sagen. Ich war heute in einer großen Fleischwarenfabrik und habe mir mal die Stromrechnung zeigen lassen, der letzten 10 Jahre in der Entwicklung. Dann muss ich dazu sagen, ja, das ist alles richtig und ich nehme auch Kritik entgegen, aber wir haben es gemeinsam beschlossen. 85% der Deutschen wollten raus aus der Kernenergie. Ich gebe zu, wir hätten vielleicht noch ein bisschen länger darüber nachdenken sollen, wie wir es machen.
Aber irgendwann gibt es auch mal einen öffentlichen Druck, wo die Bundeskanzlerin, wie ich finde, völlig zu Recht sagt, man kann nicht auf Dauer gegen 85% der Mehrheitsmeinung Politik machen. Das geht nicht. Das halten Sie nicht aus. So, und das geht in alle Lebensbereiche. Das geht in den Bereich, den Sie vertreten, wo ich auch sage, ich will ja nicht alles verbieten, aber es gibt ein paar Produkte, die würde ich eigentlich gerne schlichtweg verbieten, weil sie kein Mensch braucht, außerdem, darf ich das mal sagen, da meine ich ganz sicher nicht Sie, den Zockern auf dieser Welt. Und das geht in den Bereich des Verkehrs und der Verkehrspolitik, da gibt es Straßenbaufetischisten nach wie vor, die jeden Tag erklären, die Straßen müssen gebaut werden und am besten noch ein paar. Und da gibt es ein paar andere, die an Oma Lena erinnern, ich nehme die nochmal, die darauf wartet, dass ein Bus kommt. Und das alles hinzubekommen, hat nicht mehr die Antwort, die einen, die CDU ist eher für Straßenbau und die anderen für die Bahn oder den öffentlichen Personennahverkehr, sondern müssen gucken, wie wir das alles irgendwie einigermaßen ausgewogen hinbekommen. Und am Ende widerspiegeln damit eine repräsentative Politik einer repräsentativen Mehrheit in demokratischen Wahlen. Und das kann man jetzt blöd finden, ich bin an vielen Stellen wahrscheinlich bei. Aber ich muss mittlerweile doch lernen, 5 Jahre absolute Mehrheit hatte die CDU in Hessen. Aber auch dort haben wir natürlich nicht alles mit Betonkopf durchgesetzt, was wir immer schon mal machen wollten, sondern immer auch mal versucht, ein paar Menschen mitzunehmen. Bis hin zu einer Frage, die ich heute Abend ganz bewusst nicht angesprochen habe, der Schuldenbremse der Berühmten, wo wir gesagt haben, das sollten wir beschließen mit allen demokratischen Parteien im Hessischen Landtag und einer möglichst breiten Mehrheit in der Bevölkerung. Das würde übrigens die zentralste aller Voraussetzungen Herausforderung werden. Und da haben wir auch mit den Grünen eine 1:1-Übereinstimmung vom ersten Tag an gehabt. Auch das ist nachhaltig. Aber all das führt am Ende dazu, dass im Moment mal der Straßenbau und auch der öffentlichen Personennahverkehr nicht alles das bekommt, was er will. In Frankfurt gibt es da Projekte, weil sie sagen, da wird immer alles investiert, die seit 20 Jahren im Planungsstadium sind und wo wir keinen Millimeter vorankommen und wo morgens die Bahnen brechend voll sind. Gestern ein einziges Problem im Frankfurter Verkehrsnetz und der gesamte öffentliche Personennahverkehr ist kollabiert. Zehntausende von Menschen sind zu Fuß zur Arbeit gelaufen. Da fehlt auch Geld. Aber jetzt höre ich auf, Sie zu beschimpfen, bitte nicht falsch verstehen. War ja nur der Versuch, mal an dem praktischen Beispiel so ein bisschen die praktische Politik des Alltags zu beschreiben. Gibt doch das NVV-Thema der Claudia Ravensburg. Die ist im Kreistag, die hat als Landtagsabgeordnete alle Kontakte zum NVV. Das passt doch. Gibt es weitere Fragen? Jetzt traut sich keiner mehr, weil ich so geschimpft habe. Bottenberg, Sie haben offensichtlich dahin. Ich habe es wohl ausgemacht. Ich möchte nochmal auf diese Eisenbahngeschichte hier im Kreis zurückkommen. Okay. Aus einem ganz einfachen Grund. Am Fernsehen konnte man es jetzt auch wieder sehen. Eisenbahn, ich bin Eisenbahnfan, aber nicht dort, wo keiner mitfährt, sondern dort, wo sie genutzt wird. Gehen Sie mal ins Rheintal. Alle 10 Minuten Güterzug. Es ist kein Geld da für einen Lärmschutz, es ist kein Geld da, um andere Gleise zu bauen. Hier werden Millionen verpulvert und das ist kein Einzelfall. Ich kenne nicht Hessen. Es gibt hier noch mehr Fantasten, die Eisenbahnen irgendwo in Wald und Feld Flur bauen. So wird es Geld verschwinden. Das ist schlichtweg verantwortungslos. So, das wollte ich nur dazu kommen. Ich will aber was anderes noch sagen. Zur Energiepolitik. Es heißt doch immer, die Sonne scheint umsonst und der Wind auch. Das wäre doch toll, wenn sie die Kameraden uns den Strom kostenlos liefern würden. Leider ist das nicht der Fall. Ich weiß ja auch, warum so dumm bin ich. Ich bin zwar nur in die Volksschule gegangen, weil die Erntemaschinen so teuer sind. Und jetzt sage ich Ihnen was. Dieselbe Erntemaschine in Hamburg und in München. Die Münchner produziert 20% mehr Strom wie die Hamburger. Und wenn sie diese Maschine selber an der französischen Mittelmeerküste schon, dann leistet die nochmal 30% mehr wie die bayerische. Wissen Sie, was das bedeutet für die Kosten? Und das ist der Knalleffekt in Deutschland. Die Energie wird zu uns zum, ja, wie sagt man so, zum, das erwirkt die Wirtschaft. Und noch ein Punkt dazu. Der 50. Breitengrad, jeder weiß hier, was ein Globus ist. Und von Breitengrad habe ich schon was gehört. Der 50. Breitengrad liegt unmittelbar südlich von Frankfurt. Und wenn Sie in Mainz wohnen, dann würden Sie schon
dann wohnen sie schon auf der anderen Seite vom Breitengrad. Also Frankfurt liegt nördlich, Mainz südlich. Und dann geht es da über Belgien, streift gerade noch die Südostecke Englands ganz knapp, geht durch die Hudson Bay, das ist nicht die Südsee, die Hudson Bay, und dann kommt die amerikanisch-kanadische Grenze, da geht es über den Stillen Ozean, dann kommt der Bering und die Südzipfel von Kamtschatka. Das ist der 50. Da kommt er irgendwie durch Sibirien und Russland an. Sehen Sie, und wenn Sie sich in Flugzeug setzen und fliehen dann mit allen Freunden und Sonnenanbetern zusammen, fliehen einmal runter auf diesen 50. Dann sehen Sie nirgendwo auf der ganzen Welt Sonnenlicht, nur im Narrenland Deutschland. Das hat etwas mit der Konkurrenzunfähigkeit zu tun, die diesem Land ist. Da denken wir überhaupt nicht dran. Also, wenn Sie das macht mir große Sorgen. Ich bin schon aller Gnabe, aber die Jungen, die haben noch sehr, und heute schon sind noch nie sind so viele, gerade die Leute, die kein Geld haben, wo es knapp ist, der Strom wird zum Luxusgut durch diesen Wahnsinn. Also kein Wettbewerb, es ist ein Barriere. Ich schreibe das gerne auf. Ich fand das nur klasse, wie Sie das hergeleitet haben. Da wäre ich nicht drauf gekommen mit dem 50. Breitengrad. Das meine ich jetzt völlig ernst. Manchmal muss man solche Bilder stellen, damit man am Ende dann sehr deutlich sagen und ausdrücken kann, was man sagen will. Ich will jetzt keine Energiepolitik mehr thematisieren, aber vielleicht nur so viel sagen. Ja, ich bin bei Ihnen, wenn es um die Frage des wirtschaftlich Vertretbaren geht. Das muss ein Hauptaugenmerk haben. Ich habe Herrn Al-Wazir ja schon ein paar Mal bemüht, tut das dann vielleicht auch nochmal. In einer Veranstaltung im Wahlkampf vor Schülergruppen habe ich mit Herrn Al-Wazir über diese Frage mal sehr gestritten, aber immer noch sehr freundlich gestritten und habe gesagt, irgendwie dachte ich, hätten wir ursprünglich mal die Vorstellung gehabt, gemeinsame Vorstellung gehabt, wir wollten die Eisbären retten, weil sie waren ja auch gerade weit weg geografisch. Und die Eisbären retten hatte nicht nur den Grund, dass wir diese armen Mitgeschöpfe retten wollten, sondern wir haben nach wie vor die Vorstellung, dass wir vor einer Klimakatastrophe stehen. Die wird von manchen bestritten, aber von 9 von 10 seriösen Wissenschaftlern nicht bestritten. Und sie wird zunehmend offenkundig in einigen Teilen dieser Welt zu einem dramatischen, lebensbedrohlichen Problem. Weil gerade an der Nordsee, wenn Sie auf den ostfriesischen Inseln sind und sehen, dass wir die Dämme um 70 Zentimeter angehoben haben, die Deiche mit enormen, großen, dreistelligen Millionenbeträgen belasten den Bundes- und den Landeshaushalt Niedersachsen und fragen, warum machen Sie das, dann hat das ein bisschen was mit der Idee zu tun, dass der Meeresspiegel steigt. Also gibt es ein gemeinsames, globales Problem. Und die Ursprungsidee war die, dass wir als Technologieland Deutschland, wie kein zweites auf dieser Welt, gesagt haben, wir stellen uns diesem Problem und wir suchen nach Antworten. Und dann kamen ja schon vor der damaligen Energiewende erste Schritte darin, dass wir gesagt haben, eines schönen Tages werden wir nicht mehr Kohle oder Gas oder sonstige fossile Brennstoffe verfeuern, sondern wir werden regenerative Energien haben. Die Sonnenenergie reicht aus, um 15.000 Mal den Strombedarf dieser Erde zu decken. Das muss man einfach mal vor Augen haben. Und dann bin ich bei dem, was Sie sagen, einverstanden. Ja, das haben wir heute noch nicht. Sie scheint nämlich komischerweise immer auf der anderen Seite, wenn es bei uns dunkel ist und umgekehrt, aber nie 24 Stunden. Und deswegen müssen wir Lösungen finden, die möglichst viele unterschiedliche regenerative Energien so zusammenführen, dass immer dann, wenn Strom gebraucht ist, auf welcher da ist. Da sind wir noch lange nicht. Wir werden noch über die Kohlekraftwerke, vielleicht sogar neue, zumindest mal Modernisierungen dort reden müssen und streiten müssen, weil ich glaube, dass wir das weiter brauchen werden zur Übergangsphase. Aber über das grundsätzliche Ziel, finde ich, müssen wir in dieser Gesellschaft nicht mehr streiten. 70-75% haben gerade wieder neue Umfragen in Deutschland, sagen, sie finden das gut, dass wir das machen. Vom Grundsatz her. Aber dann bin ich sehr bei dem, was Sie sagen. Und das war dann meine Rede in Richtung Al-Wazir. Wenn wir das weiter wirklich wollen mit den Eisbären, also die Klimakatastrophe verhindern, dann macht es doch keinen Sinn, wenn das 80 Millionen Deutsche machen. Erst recht 6 Millionen Hessen. Wir sind gerade mal, die Deutschen im Vergleich zur Weltbevölkerung, 1%. Wenn die anderen 99% weiter so arbeiten, wie Sie es beschrieben haben, dann merkt man das gar nicht am Nordpol oder wo auch immer diese Tiere leben. Also müssen wir doch eins erreichen, wir müssen es so hinbekommen in Deutschland, wo wir der Vorreiter sind, dass das ökologisch, aber auch ökonomisch, volkswirtschaftlich verkraftbar ist. Und wenn wir das schaffen und in 10 oder 15 Jahren den Franzosen, den Amerikanern, den Kanadiern und den Chinesen sagen können, ihr bringt euch damit volkswirtschaftlich nicht um, sondern es geht beides nebeneinander, dann haben wir die Chance, wirklich was für das Klima und gegen die Klimakatastrophe zu tun. Da sind wir noch lange nicht.
Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, weil eines hat diese Republik seit dem Zweiten Weltkrieg immer in der Wirtschaftspolitik geschafft, durch einen intensiven, breiten Streit über den besten Weg. Auch mal über ja, Dinge, die einfach mal begonnen wurden, auch wenn man noch nicht wusste, wie es ganz am Ende ausgeht. Aber so, dass am Ende immer wieder schrittweise neu und grundsätzlich diskutiert worden ist, haben wir am Ende eigentlich immer ein ganz gutes Ergebnis rausgebracht. Und davon gehe ich nach wie vor aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das hinbekommen werden. Und ich sage, ich bin deswegen fest davon überzeugt, weil es auch so gestaltet werden wird, dass es wirtschaftlich vertretbar ist. 6 Cent pro Kilowattstunde sind viel Geld. Das sind am Ende für einen 4-Personen-Haushalt im Jahr 200 Euro, 250 Euro, die ich nach wie vor als einen wichtigen, großen Betrag für viele Familien einschätze. Nicht, dass Sie glauben, die haben es ja da in Wiesbaden und das sind für die Kleckerbeträge, das stimmt nicht. Aber ich sage Ihnen auch, dass viele Wirtschaftsunternehmen das mittlerweile konsumiert haben, in den Preisen wiedergegeben haben und bei denen, wo das nicht geht, weil es im internationalen Wettbewerb steht, haben wir die berühmte Debatte über die Ausnahmen. So, und darüber streiten wir auch mit den Grünen noch, wer muss denn da dazugehören. Nenne mal ein Beispiel, auf der Hanauer Landstraße gibt es die großen Rechenzentren, die für die Banken und für die Börse und andere in Frankfurt, aber auch für Facebook und Twitter und andere die Serverleistungen bereitstellen und die Rechnerkapazitäten. Die verbrauchen auf der Hanauer Landstraße ungefähr so viel Strom wie 250.000 Einwohner der Stadt Frankfurt in den Haushalt. Muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommen die dauernd auch zu mir und sagen, ihr müsst uns dabei helfen, auch wir sind energieintensive Unternehmen und wir müssen in die Ausnahme rein. Und dann sitze ich an der Universität in Frankfurt bei Herrn Professor Lindenstuhl und dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten der Uni und vielen anderen. Und die sagen mir seit Jahren, Boddenberg, wir haben so irre Modelle, um stromsparende Rechnerleistungen zu haben. 30% gehen von vornherein und haben den Beweis dafür, einen Großrechner bei Infrastructure schon angetreten und haben das Ding gebaut. Dass ich heute eben zu dem Herrn Geschäftsführer von Interaction heißt der gehe, der dauernd klagt und schimpft und sage, pass mal auf, Sie können mit mir weiter über den Strompreis streiten. Das ist auch okay, dass Sie dort fordern, dass wir das im Griff halten. Aber Sie können sich nicht gleichzeitig verweigern, neue Technologien, die deutliche Ersparungen am Ende des Tages für Sie und Ihr Unternehmen auch bringen, umzusetzen, sondern da sind Sie erstmal als Unternehmer gefragt und nicht immer nur die Politik. So, nochmal, wir haben da Streite. Ich bin auch nicht dafür, dass wir an jeder Ecke ein Windrad stellen, wo kein Wind dreht. Wir haben 4.400 Stunden in der Nordsee und wir haben 2.200 Stunden in der Rhön oder auf dem Vogelsberg. Das ist ein deutlicher Unterschied. Aber wir haben dann in Niedersachsen die Debatte über die Stromleitungen, das kennen Sie. Dann haben wir die Debatte in Hessen über die Südlink, wo die Hessen sagen, wozu brauchen wir die? Die bringen gar keinen Strom nach Hessen, sondern die bringen den nach Bayern. Herr Seehofer sagt das, was er immer sagt, mit mir sagen wir und wir machen das alles ganz anders, um am Ende dann vielleicht doch zuzustimmen. Das ist nur mal ein etwas längerer Diskussionsprozess. Und am Ende des Tages sage ich Ihnen eins, ich mache seit 15 Jahren Politik, bin Quereinsteiger gewesen und dachte immer, die sind alle verrückt. Heute weiß ich, es wird gestritten bis zum geht nicht mehr. Es wird in den Köpfen auf kommunaler, auf landes- und bundespolitischer Arbeit unglaublich viel geleistet. Und wir wissen, dass Menschen wie Sie das Recht haben, dass man ihnen zuhört, sie ernst nimmt und am Ende versucht, aus den 100 verschiedenen Interessen, gerade bei so einer Energiereform, alles so zusammenzuführen, dass es weitestgehend Akzeptanz findet, jedenfalls in der Mehrheit. Das ist eine Riesenaufgabe, ich finde die hochspannend und ich behaupte, eines Tages wird die Bundesrepublik Deutschland von dieser Energiewende profitieren können, weil andere auch so langsam aber sicherlich erkennen, dass sie vor die Wand fahren. Die Amerikaner haben mit Fracking und anderen Dingen, die wir auch nicht wollen, die wollen Sie alle und ich auch nicht, dass wir unsere Landschaften ruinieren, gerade mal wieder 30, 40, 50 Jahre Pufferzone geschaffen, aber auch auf die kommt das Problem vehement zu und auch dort gibt es mal mittlerweile Staaten und Regionen, die sagen, wir gucken mal, was die Deutschen machen und vielleicht übernehmen wir diese Technologien. Wir haben mittlerweile einige Weltmarktführer, gerade auch in Hessen, die sich in dieser Branche tummeln. Ich nehme nur mal SMA mit im Moment ein paar Problemen. Das ist der Diskussion geschuldet, die wir da führen. Aber ich glaube eher an die Chancen, die darin liegen, als an die Bedrohungen, dass das alles am Ende zum Zusammenbruch der deutschen und hessischen Wirtschaft führt. War doch ein bisschen länger. Tut mir leid. Darf ich das als Schlussapplaus werden oder gibt es noch Fragen? Nicht mehr. Gerne. Bernd Siebert zum Abschluss. Ja, die Claudia Hasenburg, der Thomas Müller, der Thomas Rampe und ich, wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend gekommen sind zu dieser Veranstaltung. Und ich glaube, es hat sich gelohnt. Und deswegen möchte ich mich, lieber Michael, ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast mich wieder mal beeindruckt. Wir kennen uns nun schon viele, viele Jahre.
sind miteinander befreundet, aber das war eine hervorragende Replik dessen, was in den letzten Wochen und Monaten hier in Hessen, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland sich entwickelt hat, sich verändert hat. Grün, wo ist denn Frau Norich, wo sitzt du denn? Da ist er, hat sich ganz versteckt. Ich bin so breit. Grün, schwarz oder schwarz-grün in Hessen ist ja nichts Selbstverständliches, es ist eben sehr häufig darüber geredet worden. Wir in Nordhessen waren die, als Partei, als christlich-demokratische Union, die am längsten gezögert hat, in diese Koalition mit einzusteigen, weil wir eine ganz große Angst hatten. Wir hatten die Angst, dass die wesentlichen strukturpolitischen Aufgaben, für die wir jahrzehntelang in Nordhessen gekämpft haben, in dieser Koalition möglicherweise nicht umgesetzt werden. Das war die A49, das war die A44, das war der Flughafen Kampfhalden und einige Ortsumgehungen mehr, die wir haben. Und ich habe in einem Vier-Augen-Gespräch, heute darf man darüber reden, damals konnte man nicht darüber reden, mit Volker Bouvier damals gesagt, du wirst die Nordhessische Union nicht an deine Seite kriegen, wenn wir nicht in dieser Frage eine Lösung finden, hinter der wir alle stehen können. Und wir haben sie gefunden. Das war für euch Grüne nicht einfach, lieber Jürgen Frömmrich. Wie es für uns in anderen Fragen nicht einfach war. Aber, und das will ich mal hoch anerkennend formulieren, dazu stehen die Grünen und zu all dem stehen auch die Christdemokraten. Tarek Al-Wazir war vor ein paar Wochen in Schwalmstadt zum Thema A49. Der Saal war ähnlich voll wie hier. Da waren viele Anhänger derer, die gegen die A49 ist, da, weil sie erwarteten, da kommt was Positives für uns. Aber die anderen Parteien waren auch vertreten. Etwa die Hälfte war da auf der einen Seite, die andere Hälfte auf der anderen Seite. Tarek Al-Wazir hat dort natürlich Verständnis geäußert für das, was er jahrzehntelang als seine politische Zielsetzung bewertet hat. Aber er hat auch ganz klar gesagt, dass man natürlich darüber nachgedacht hat, dass wenn man eine Koalition macht, dass man da Kompromisse erzielen muss. Und wenn die Kompromisse in eine Koalitionsvereinbarung geschrieben sind, dann stehen hinter diesen Kompromissen sowohl die grünen Minister als auch die christdemokratischen Minister. Und da kann ich als Bundespolitiker sagen, ich kann nur den Hut ziehen vor dem, was ihr hier in Hessen leistet. Und ich weiß, dass auch andere in Berlin den Hut ziehen vor dieser Leistung, dieser Regierung. Volker Bouvier ist ein wichtiger Garant für diese Politik. Und unser Ministerpräsident hat das wirklich hervorragend gemacht mit all den anderen, die daran beteiligt sind. Ich kann dir in allem, lieber Michael, zustimmen, was du heute Abend vorgetragen hast. Ich habe nur einen einzigen Satz, bei dem ich anderer Meinung bin. Du hast den Satz vorher geprägt, du hast in Volker Bouvier gesagt, lass uns lieber mit den Grünen zusammengehen. Die große Koalition ist langweilig. Das stimmt nicht, das kann ich sagen. In Berlin ist sie nicht langweilig. Sie war auch vor einigen Jahren nicht langweilig. Sondern wir müssen natürlich schon hart miteinander ringen. Und mitunter stellt man fest, das werdet ihr vielleicht auch noch irgendwann feststellen, dass man zwar eine ausführliche Koalitionsvereinbarung besprochen und beschlossen hat, dass man aber vielleicht die ein oder andere Feinheit nicht hineingeschrieben hat. Und um diese Feinheit gibt es dann harte und intensive Diskussionen. Das gehört zu einer Koalition dazu. Letzten Punkt, den ich erwähnen will, denn wir wollen ja alle noch ein bisschen was von dem Fußballspiel mitkriegen. Übrigens, das Fußballspiel, was um 18 Uhr begonnen hat, ist mit 3:2 für die Niederlande ausgegangen. Als letzter Punkt, wo ist er denn? Da, Thomas. Die Christdemokraten in Frankenberg, und das kann ich wirklich, die Claudia Ravensburg auch über lange, lange Zeit beurteilen, hat einen interessanten Weg in den letzten Jahren hinter sich. Wir haben uns immer bemüht, daran teilzunehmen und mitzuhelfen. Aber das, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, lieber Thomas Hampel, lieber Thomas Müller, das gilt auch für Pierre Brandenstein, ist etwas Besonderes, Vorzeigbares. Und das ist etwas, auf das ihr als Frankenberger Christdemokraten stolz sein könnt und wo wir dankbar und anerkennend hingucken. Macht weiter so, auch der heutige Abend ist ein großer Erfolg
Und das ist der Erfolg der Christlich-Demokratischen Union hier in Frankenberg. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie da waren. Einen schönen Abend. Und dann hoffen wir, dass wir bei den nächsten Spielen, die wir vor uns haben, dann auch am Ende Weltmeister bei dieser Fußballweltmeisterschaft sind. Herzlichen Dank und alles Gute. Also Herr Thomas war der Meinung, ich hätte nie was vergessen, kommt alles noch. Wir müssen jetzt noch das Geschenk an den Michael Vossenberger übergeben. Deswegen kommt ihr beide nochmal jetzt nach vorne. Und wenn das vorüber ist, dann ist die Veranstaltung hier beendet. Aber die Frankenberger Bank, bei der ich mich auch ganz herzlich bedanke, in der Tat bin ich nicht das erste Mal hier, ich bin praktisch kein Kunde bei Ihnen, aber ich weiß, welche finanzpolitische Aufgabe Sie hier sehen, Sie haben es ja auch vorhin erwähnt, und ich weiß, dass Sie das sehr erfolgreich tun, im Sinne der Menschen hier in unserer Heimat. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank.